Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Fortuna Köln mit Joe Ennox und Marc Heider an meiner Seite. Vielleicht kurz vorab ein paar organisatorische Hinweise. Stadion öffnet wie gewohnt anderthalb Stunden vor Anpfiff, also um 12.30 Uhr. Der Parkplatz Halle Gardelage steht nicht zur Verfügung und für den Affenfelsen gibt es nur noch Restkarten. Wäre schön, wenn Sie das in Ihrer Berichterstattung berücksichtigen könnten. Die Informationen gehen aber auch nochmal als Pressemitteilung natürlich raus. Schauen wir aufs Spiel. Joe, für beide Mannschaften geht es noch um viel im aktuellen Spiel und auch bis zum Saisonende. Eigentlich ganz gute Voraussetzungen für ein spannendes Spiel, oder? Ja, also Fortuna Köln, die stehen halt jetzt mit den letzten Ergebnissen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die brauchen halt Punkte. Und gerade wenn halt Paderborn und Bremen halt oder Paderborn gerade punktet in den letzten Spielen, dann kann es immer gefährlicher werden. Für uns geht es immer noch darum, und diese Kontakte der Spitzengruppe zu halten und nicht größer werden zu lassen. Deswegen ist das Spiel halt ein ganz entscheidendes Spiel diese Saison. Was erwartest du dann für ein Spiel, gerade vor dem Hintergrund, dass es für beide um ja viel geht? Ja, ich glaube, dass unsere Mannschaft einfach befreit aufspielen kann, dass sie halt genau diesen Einsatz zeigen müssen, wie sie in den letzten Spielen gezeigt hatten, diese unbedingte Wille, halt dieses Spiel zu gewinnen. Fortuna Köln ist mit ihrem Offensive, mit Damani, Rahn, Olivier Sousa, Bender, Kessel, wirklich eine richtig gute Mannschaft vorne in der Spitze. Da müssen wir extrem aufpassen. Wir dürfen nicht halt glauben, dass wir nur nach vorne spielen und uns nicht auf Defensivarbeit konzentrieren. Ich glaube, wir können sie früh unter Druck setzen. Ich glaube, dass wir halt die Zweikämpfe annehmen müssen. Und wenn wir das halt tun und sie gar nicht im Spiel kommen lassen, gar nicht in Torchancen kommen lassen, dass wir das Spiel für uns entscheiden können. Marc, Joe hat gesagt, ihr könnt befreit aufspielen. Dennoch steht dieses Ziel im Raum, dass ihr am letzten Spieltag ein Endspiel wollt gegen den SC Paderborn dann hier 13:30 an der Bremer Brücke. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ja, wie Trainer das schon gesagt hat, wir können befreit aufspielen. Wir wollen die letzten Spiele erfolgreich gestalten. Das fängt halt jetzt am Wochenende an und dementsprechend werden wir in das Spiel gehen und alles abrufen, um das Spiel zu gewinnen. Und dann gucken wir, was am Ende bei rumkommt. Und ich gehe davon aus und hoffe es natürlich, dass die Mannschaft so in das Spiel kommt und reingeht und sich da reinbeißt, dass wir die 3 Punkte dann hier behalten. Joe, vielleicht noch kurz personelle Situation. Wie sieht es da aus für Samstag? Langzeitverletzten Ali Savran und Robbie Christou fallen definitiv aus. Julius Reimring mit 2 Bänder gerissen im linken Sprunggelenk fällt auch aus. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange. Kemal Rutzka mit anhaltende Leistenprobleme fällt definitiv aus. Sonst, Bastian Schulz trainiert heute wieder mit und Koka ist voll wieder belastbar. Der hat seit Dienstagmorgen wieder mit trainiert. Dann würde ich in die Fragerunde geben, wenn es denn welche gibt, dann kommt das Mikrofon. Nicht ganz so nah, bitte. Entschuldigung. Kann ja nur eine Zielsetzung geben, jetzt 3 Spiele, 3 Siege. Aber das so auch offensiv zu formulieren, das machst du so auch noch nicht, oder? Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also das ist halt 3 Spiele, 3 Siege oder jedes Spiel gewinnen. Klar, ich glaube, um eine Chance halt diese 3 Punkte aufzuholen auf den 3. Platz, dann muss man halt so viele Punkte sammeln wie möglich. 9 Punkte wäre optimal. Aber für mich jetzt im Moment geht es nur halt das nächste Spiel. Und das nächste Spiel ist Fortuna Köln. Ich glaube, die Mannschaft war nach dem Unentschieden gegen Lotte halt sehr geknickt, weil halt mehr drin war im Spiel. Und weil wir halt 2 Punkte liegen lassen haben. Aber ich habe so viel im Fußball erlebt. Und deswegen diese Antwort auf den schlechten ersten Halbzeit, diese gute zweite Halbzeit, haben mich noch halt positiver gestimmt, dass die Mannschaft Charakter gezeigt hat, dass sie halt eine gute Charakter hat und deswegen bin ich mir sicher, dass wir halt das Spiel jetzt am Samstag gewinnen werden. Du sagst so viel, du hast schon so viel im Fußball erlebt, also im Grunde die Hoffnung lebt ja nach wie vor dann auch, dass am Ende dann vielleicht doch der VfL am 20. Mai dann auf dem Relegationsplatz 3 steht dann, ne? Ja, also ich bin sowieso ein sehr optimistischer Mensch.
ich erlebe die Mannschaft jeden Tag und ich glaube, dass es halt innerhalb der Mannschaft, dass das ein Dämpfer war halt gegen Lotte. Für mich war es halt einfach zu erklären, das Spiel, wie es gelaufen ist. Und ich glaube daran. Und ich habe so viele Sachen gerade hier in Osnabrück erlebt, dass man halt, dass ich halt keinen Grund habe, nicht daran zu glauben. Und ich werde halt bis zum letzten Moment halt daran glauben. Ich sehe ein riesen Potenzial in der Mannschaft, eine riesen Chance halt in den letzten Spielen diese Punkte aufzuholen. Und wir fangen jetzt am Samstag an. Klar. Werden schon Zweitligisten beobachtet? Nein. Also meine Beobachtung jetzt in den letzten Wochen galten halt jetzt die Mannschaften, gegen die wir spielen. Fortuna Köln, SC Paderborn, Zwickau, also die Mannschaften haben wir intensiv beobachtet. Wir glauben an unsere Chance, aber wir sind nicht überheblich. Marc, das Thema Relegation, welche Rolle spielt das für dich, beziehungsweise auch in der Mannschaft? Ja, ich denke, dass sich jeder freuen würde, wenn man in die Relegation kommt. Das Problem ist, dass dieses Wochenende nur 3 Punkte zu holen sind und keine 9 Punkte. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, die 3 Punkte jetzt einzusacken und dann bereiten wir uns in der nächsten Woche auf das nächste Spiel vor und wollen dann zusehen, dass wir die 6 Punkte holen und im letzten Spiel genau das gleiche Spiel. Und wenn wir dann am Ende diese 9 Punkte uns irgendwie ergattern konnten, dann gucken wir, auf welchem Platz wir dann stehen und dann konzentrieren wir uns darauf, was dann kommt. Aber in Sachen Relegation hättest ja speziell gerade du noch ein Trauma aufzuarbeiten und das wäre sicherlich eine Genugtuung, wenn es dann jetzt nach 2015 dann vielleicht mit dem VfL klappen könnte, ne? Ja, wie gesagt, ich habe einmal Relegation gespielt, da hat es leider nicht geklappt. Wenn ich mit dem VfL in die Relegation komme, versuche ich es natürlich diesmal mit der Mannschaft anders zu regeln oder halt nicht wieder den Kürzeren zu ziehen. Darf ich was dazu sagen? Also Marc dürfte halt Relegation spielen einmal. Also klar ist es halt bitter für ihn damals, dass es halt in der letzten Minute und dass es halt so, wie es halt Spiel gekommen ist. Aber der darf so ein Erlebnis haben. Also das dürfen halt ganz wenige Fußballer. Und auch wenn es halt negativ ausgegangen ist, ist es für ihn trotzdem eine Erinnerung, was er halt an den Fußball hat. Gerade gegen 1860 gespielt zu haben. Also von daher nicht alles so schlecht reden. Ich habe die Mannschaft letzte Saison schon gesagt, dass die Relegation einfach diese beiden Spiele, das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis ist. Ich dürfte halt selber, glaube ich, 3 oder 4 Mal Relegation spielen. Also von daher, wir wollen halt versuchen, halt diese Saison noch halt unsere Chance auf diese beiden Spiele zu wahren. So, mit anderen Worten heißt es dann ja auch, Platz 2 ist dann eher, wenn man jetzt realistisch das Tabellenbild betrachtet und die Restprogramme sieht, legt der VfL jetzt nicht mehr den Fokus auf Platz 2. Ja, also ich habe Sachen im Fußball erlebt, die hat noch keiner. Ich habe 6 Punkte aufgeholt in den letzten 4 Spielen. Also klar ist es machbar, aber wir sind halt realistisch. Kiel scheint sehr stabil zu sein. Gerade mit dem Auswärtssieg in Regensburg 3-0, was halt eine klare Sache gewesen ist. Die haben auch 2 Heimspiele, genauso wie wir 2 Heimspiele haben, aber ich habe alles im Fußball erlebt. Wir fokussieren auf uns, auf das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist Fortuna Köln. Und dann müssen wir schauen, was die andere Ergebnisse sind. Und dann schauen wir, ob wir eine realistische Chance auf den 2. Platz oder den 3. Platz haben. Also im Moment ist es so, dass wir halt eine ganz realistische Chance auf den 3. Platz haben. Eine Frage. Wie nimmst du das Umfeld wahr, die Region, ist da eine Aufstiegsäuferung zu spüren oder ich habe den Eindruck, es ist eher gedämmt? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe natürlich jetzt nicht das Gefühl, dass man sagen kann, wow, wir schaffen das auf jeden Fall. Das Gefühl habe ich einfach nicht. Es gibt Leute, die trauen uns das zu, das noch zu schaffen, wofür wir alle kämpfen wollen. Es gibt Leute, die sagen, so wie ich das jetzt hier schon ein bisschen mitbekommen habe, die einfach sich darauf beruhen, Osnabrück macht es in der Rückrunde immer wieder kaputt. Wir sind dafür da, diese 3 Spiele jetzt noch erfolgreich zu gestalten und wie gesagt, und dann müssen wir einfach abwarten, was die anderen Mannschaften machen und was dann dabei rumkommt. Weil diese Aufbruchstimmung, die ich anspreche, also man kann natürlich auch als Mannschaft in Zeiten von Facebook, sozialen Netzwerken und so weiter, kann
kann es ja auch durchaus mal, oder kommt es ja in anderen Ligen auch vor, dass eine Mannschaft sich hinstellt und nochmal an die Fans appelliert und sagt, so jetzt mit uns, wir brauchen euch alle. Die einzelnen Spieler in den Interviews sagen das, aber sag mal, so als Mannschaft, mal so ein Appell über Facebook, an sowas denkt ihr nicht, oder? Ich glaube, dass wir das nicht machen müssen. Ich denke, die Fans wissen zu 100%, dass wir die brauchen und dass es ohne sie nicht klappt. Und dass man da an die appellieren muss, denke ich, ist nicht der richtige Weg, weil ich einfach finde, dass die genau wissen, dass es ohne sie nicht geht und ohne uns geht es auch nicht. Also können wir es nur gemeinsam schaffen und deshalb brauchen wir die Fans und das weiß man einfach. Die Unterstützung, die wir genossen haben gegen Lotte, war halt einfach ein Traum. Ich muss immer wieder betonen, dass da gegen Lotte auswärts in Regensburg, dass die Zuschauer uns so unterstützen wie halt ganz selten zuvor. Und deswegen, wir spüren keine negative Stimmen. Also natürlich, da sind negative Stimmen, die halt vielleicht in die Kommentare schreiben in der Zeitung und dass wir halt, keine Ahnung, aber letztendlich die große Masse, was wir im Stadion hier spüren, beziehungsweise auch auswärts in den Spielen, was ich halt genannt hatte, ist ganz das Gegenteil. Ich würde ganz gerne nochmal auf das letzte Spiel zu sprechen kommen, nochmal. War ja schon bemerkenswert, also die Frage geht dann an Marc Heider, war ja schon bemerkenswert, wie die Mannschaft geantwortet hat in der zweiten Hälfte. Nach den ersten 45 Minuten war natürlich auch klar, dass es nicht einfach werden würde in Lotte, der Gegner war top motiviert. Und trotzdem nochmal die Frage, was jetzt so in der Nachbetrachtung, was das so ergeben hat, welche Lehren muss man insbesondere so aus der ersten Hälfte ziehen, so wie die Mannschaft da, wie das Spiel da gelaufen ist? Ich denke, dass auf jeden Fall ein Derby, was immer schwer zu spielen ist, wo wir vielleicht nicht zu 100% ins Spiel reingefunden haben. Durch verschiedene Sachen, die uns dann einfach nicht gelungen sind, haben uns in der Halbzeit dann nochmal zusammengerafft und sind dann rausgegangen und wollten das Ding dann für uns entscheiden, was uns dann letztendlich durch vielleicht auch ein bisschen Pech dann leider einfach nicht gelungen ist. Aber über diese Art der Antwort kann man da trotzdem aber eine Menge positive Energie auch ausziehen. Definitiv. Ich denke, die zweite Halbzeit war richtig, richtig gut, bis auf das Quäntchen Glück im Abschluss, was irgendwo gefehlt hat. Aber sonst kann man mit der zweiten Halbzeit auf jeden Fall die positiv mitnehmen und daraus oder einfach dann so weitermachen, wie man in der zweiten Halbzeit gespielt hat, was man halt in der ersten Halbzeit nicht richtig gut gemacht hat. Und das darf uns in der ersten Halbzeit sonst in so einem wichtigen Spiel dann auch irgendwo vielleicht nicht passieren. Aber wenn man wenn man sich in der Kabine nochmal so zusammennimmt und pusht und dann so aus der Kabine rauskommt, denke ich, ist das auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen. Aufgrund der Tabellenkonstellation ist der VfL ja auf die Spitzenhilfe anderer Clubs angewiesen. Ist es da im VfL so, dass man da dann auch mit anderen mal spricht und da auch mal anruft und sagt, hier jetzt Frankfurt am Samstag in Magdeburg, ich habe noch nie einen Fußballer erlebt, der halt ein Spiel nicht gewinnen will. Also nur weil halt ich vielleicht bei irgendjemandem anrufe und sage, bitte, bitte da gewinnen, heißt lange nicht, dass sie halt mehr Gas geben werden. Also das ist nicht meine Aufgabe und deswegen. Wir wissen ganz genau, dass es in dieser Liga halt sehr eng ist und jede Mannschaft ist halt schwer zu bespielen. Manchmal ist es sogar schwieriger, wenn man halt haushoher Favorit ist, zu Hause halt Spiele zu gewinnen. Und deswegen, wir konzentrieren uns nur auf uns. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit auch bei euch beiden hier oben und wünsche allen noch einen schönen Resttag. Danke.